Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein ganz leckeres und ganz schnelles Mittagessen. Also, wir bereiten das auf meinem neuen Liebling vor, nämlich der White Lady. Die eignet sich dafür perfekt. Die ist auch nicht nur gut für Flammkuchen und vor allen Dingen Pizza, sondern auch für leckeres Ofengemüse und alles, wo ihr Angst habt, dass das ein bisschen Flüssigkeit austritt. Denn die hat hier auch so einen kleinen Rand und ja. Und passend zur Spargelzeit machen wir heute unsere leckeren Kartoffeln mit frischem grünen Spargel. Ich persönlich liebe grünen Spargel, denn den müsst ihr nicht schälen. Man kann den einfach zack, zack, zack vorbereiten und ab in den Backofen. Und schon haben wir quasi in ungefähr einer halben Stunde ein richtig leckeres Essen. Und gesund. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Den Backofen, den habe ich jetzt schon mal so auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und habe mir in etwa so um die 500 bis 600 Gramm Kartoffeln schon mal gewaschen, die Schale dran gelassen und die schneiden wir jetzt einfach in so 1 oder 2 cm dicke Scheiben. Jetzt würzen wir die Kartoffeln mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl und vermischen das Ganze am besten einfach mit den Händen. Und jetzt wandern die Kartoffeln schon mal in den vorgeheizten Backofen für etwa 25 Minuten. Wie immer auf der untersten Einschubleiste. So, jetzt nehmen wir uns den Spargel zur Hand und den schneiden wir ungefähr in so 2 cm Stücke, so dass sie mundgerecht sind. Und tun das Ganze in eine Schüssel, würzen das Ganze mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Und dann geben wir das nach den 25 Minuten zu den Kartoffeln hinzu, also von oben, und verteilen das Ganze schön auf der White Lady. Und dann lassen wir das Ganze nochmal so für 15 bis 20 Minuten fertig backen. Und dann ist unser Essen auch schon fertig. Und als Dip könnt ihr wahlweise entweder Quark oder Joghurt nehmen. Ich nehme einfach jetzt ein bisschen Joghurt, schneide noch ein bisschen frische Kräuter, sowas wie Schnittlauch und Oregano und sowas rein, würze das Ganze mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Und wenn ich noch Lust habe, ja, gebe ich noch ein bisschen Zitronenabrieb drauf und dann sind wir schon fertig. Also wir lieben dieses Essen. Es geht super schnell, super frisch und ihr könnt übrigens, im Moment haben wir ja Spargelzeit, den grünen Spargel gibt es eigentlich immer zu kaufen, aber ihr könnt das Ganze auch durch leckeres Gemüse, was ihr sonst mögt, einfach ersetzen und austauschen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr probiert es mal aus und schreibt mir, ob es euch geschmeckt hat. Das Rezept findet ihr wie immer auf meiner Webseite und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss!